Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Let's Play GTA Online zusammen mit dem Balduin LP. Hallo Freunde. Ja, wir haben uns jetzt mal gedacht, wir machen heute mal so einen schönen kleinen Rundflug durch die GTA 5 Map, da der Balduin ein bisschen die GTA 5 Welt erkunden will und irgendwie so einen schönen Wasserfall zeigen will. Und ja, dann fangen wir jetzt mal an, würde ich sagen, Balduin. Ja. Was macht der? Tja, Balduin, was hast du dazu zu sagen? Ach, ich wollte gerade sagen, was macht der gerade? Oh. Ich hing gerade in der Tür fest. Okay. Ja, nicht. Also, ich dachte jetzt einfach mal, okay, fliegen wir mal rum. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Mayday, Mayday. Sieht auch so geil aus mit den ganzen Instrumenten hier und so weiter. Ich gehe aber jetzt nochmal auf die Einstellungen, mach den Sound ein bisschen leise. So. Ich denke, jetzt müsste man mich auch besser hören, weil den Sound habe ich jetzt auch nicht so laut gemacht. Deswegen müsste man mich 100-mal besser hören als in den Batman-Parts. Weiß ich jetzt leider nicht. Der Balduin kann mich auf jeden Fall hören. Ja. Ob ihr mich hören werdet, weiß ich nicht. Wir werden es herausfinden. Was explodiert da? Keine Ahnung. Der Helikopter, der ist ganz schön am Qualmen. Ja. Jetzt musste ich nochmal was fragen, hast du den Timer gestellt? Ja, eigentlich schon. Ja, 18 Minuten. Cool. Ich dachte, wir stürzen gleich noch ab, Mayday! Mayday! Mayday, wir stürzen ab. Wir stürzen gleich ab hier. Mayday. Wenn ich es finden würde, ich weiß nicht genau, wo es ist, aber es ist auf jeden Fall hier hinten im Black Country, also. Mayday, Alter, Mayday. Alter! Boah. Mayday! Mayday! Scheiße! Oh! Nein, was machst du? Was machst du? Nicht abstürzen, nicht abstürzen. Nein, nein, ich versuche gerade zu landen, warte. Mayday? Oh, nicht im Militär. Bloß nicht im Militär landen. Oh, was machst du? Es tut uns schrecklich leid, aber wie es scheint, wurde Ihr Fahrzeug zerstört. Bitte melden Sie sich gelegentlich bei uns wegen einem Ersatzfahrzeug. Danke. Danke, Pegasus. Kommt früh. Weißt du, was bei mir stand? Pegasus holt dieses Fahrzeug wieder ab. Goal. Mann, Schrott hier. Ich krieg echt so viel. Leih rastisch aus hier. Ja, was machen wir jetzt? Oh. Ja, weißt du ungefähr, wo der Wasserfall ist? Nein, das ist ja das Problem. Könnte ich gerade wieder ausrasten. Oh, Achtung. So. Ich hol mal ein Auto, okay? Ja, mach das mal. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt noch einen Helikopter hier bekommen oder irgendwo hier hingestellt. Das wäre ganz cool. Ich könnte auch einen rufen. Problem ist, ich glaube, die werden jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier die Flying... Warte mal kurz. Oh! Wer ist denn das? Pass auf, die... Pass auf, Balduin, da sind welche, die schießen auf dich. Müsste eigentlich auch mal ein Auto von mir kommen. Wir fahren dann mit am besten dann zum nächsten Helipad, okay? Oder lass mal mit der Karre fahren. LOL. Oh. Alter! LOL! Platter Kopfschuss, Alter. Dicker, ich wäre beinahe überfahren worden. Ja, bleib da, ich komm wieder. Oh, da liegt ein Geldbündel. Alter, guck mal, wie dich alle anrempeln jetzt. Oh, der Mechaniker ruft mich an. Ich kann dir das Auto da nicht bringen. Ja, was ein Spaß. LOL. Ich hab übrigens was gemacht. Guck dir mal den Typ hier an. Alter, das sieht so eben. Weißt du, wie man Screenshots machen kann? Jetzt raspelst du. Ah, wie der Typ hier aussieht. LOL. Du bist ja eben drüber gelaufen, da war die Waffe von dem weg. Ja, natürlich, weil ich aufgenommen hab. Wie das aussieht, Alter. Guck dir den mal an, was der für Hasenzähne hat. Siehst du jetzt raspelst du gerade, warte mal kurz.
Das ist ekelhaft. Nimm mal ein bisschen das Mikro vom Mund. Was? So ist okay. Es klebt schon am Mund, das Mikro, ey. Ja, das ist das Problem. Du sollst es nicht so nah nehmen. Erstens, zweitens, du hast eine sehr tiefe Stimme. Es kann sein, dass da drin sich was gelockert hat und es vibriert, weißt du, wenn du redest. Das Mikro ist angetan jetzt von mir. Aber man hört mich noch gut, gell? Komm, steig ein! Steig ein! Sebastian, steig! Bist du jetzt tot? Okay, wir müssen auf jeden Fall zum nächsten Helipad. Das Flugzeug steht da nicht mehr lang. Hi, Kamerad. Wie geht's, ne? Hi. Ist nicht weit von hier. Oder will einer Armdrück mit mir machen? Will ich aber nicht. Steigen wir da ein, oder? Hi, Sigi, wie geht's, ne? Kaputtes Auto, ne? Kann man nichts machen. Müssen wir zu den Noodles fahren. Ciao, gell? Da. Dein Kollege muss Aachen aus. Alter, auf nach Rennen, Italien! Alter, ist es eine Panzerscheibe oder was? Alter, die Scheibe ist unzerstörbar! Ja, da ist doch schon ein Loch drin. Ja, die ist bei mir beschlagen, die Scheibe. Ah, hat der Panzer sich selbst abgeschossen. Die ist richtig beschlagen, die Scheibe. Lol. Weil du eine Brille auf hast, du Holz. Bist du ein Zauberer? Guck mal hier, du Balduin hier, wie konzentriert er ist. Gib doch mal Gau, du scheiß Geländewagen. Das soll ein Geländewagen sein, Alter. Ein Centorno kommt selbst hier hoch, oder? Was ist los? Wie so ein Crash-Dummy bist du eben nach vorne geflogen. Alter, das ist doch kein... Du kannst doch keinen Jeep mit dem Sportwagen vergleichen. Aber das sind, glaube ich, extra Wege, ne? Also Wanderwege auch, aber... Ey, wusstest Off-road. Du, es gibt einen Point hier in GTA 5, wo man jagen kann. Also spezielles Jagdgebiet. Ja, das können wir auch mal machen. Wir können ja mal so die Tiere zeigen und so. Genau, weil da gibt's auf der Map, die ja beilag, ne? Da steht Jagdrevier. Das ist so ein... Wie soll man sagen? Das ist so ein Tier auf so einem Wappen, halt wie bei der Polizei halt, ne? Okay. Oh, Alter. Das ist halt richtig geil, weil da die haben, kannst halt die ganzen... Dein Ernst? Ich verzweifle! Ring, soll ich aussteigen? Boah, hallo. Sei nicht so aggressiv zu dir. Okay, ich bin nicht aggressiv. Ich bin ein bisschen behindert. Ich glaube, wir müssen hier quer hochfahren, es ist leichter. Vor allem mit Anlaufen. Stell mal vor, es gibt so eine Animation, wo du so das Auto schieben kannst. Das wäre geil. Oh. Gefiele Animation, wir haben es ausprobiert, aber ja. Die Bäume sehen übrigens auch sehr schön aus. Wenn wir nur auf den Highway kommen würden, ey, was ist denn los? Highway to hell. Ich fahr hier scheiß zusammen, Alter. Eigentlich darf ich gar nicht fahren, ich hab gar keinen Führerschein. Du machst den Ludolf bald Konkurrenz, ey. Komm, jetzt immer anlaufen, fliegen den Berg hoch, okay? Nein! Boah! Nein! Glaub mir, ich bin in der Luft besser. Ah, das sieht schon besser aus jetzt. Hochzeit. Woohoo! Deutschland. Alter, Achtung, wie das Auto. Wenn Sie sich übergeben wollen, bitte nach rechts. Ja? Boah. Alter. Guck mal, die Tür! Ja, einfach nur alles gefickt ist in diesem Auto. Alter! Wo ist mein Lenkrad? Ach, da ist mein Lenkrad. Ist auch durch ein
durch den Aufprall abgefallen. Lol, kann ich da einen Kopf schießen? Nee. Schön diese Lackierung auf der Pistole, die sieht richtig geil aus. Ich hab, so. Guck mal, ich hab meinen kleinen 9mm habe ich geupdatet. Guck mal hier. Deine nein, Millimeter hast du geupdatet. Oh. Oh, Alter, 61. Alter, was das Auto aushält. Ja, aber böse. Jedes andere wäre schon explodiert. Guck mal, so viel Fall. Guck mal, was alles passieren kann im Auto, wenn du nur dein Handy rausholen willst zum Beispiel. Guck mal, wir sind von der Brücke runtergefallen, Alter. Also Kinder, die euer Handy beim Fahren rausholen. Das kann meistens tödlich enden. Da hinten ist zum Beispiel ein Wasserfall. Aber das ist nicht der mit dem Totenfall. Vielleicht kennen viele Leute, die Venus gucken. Venus Gaming. Ja, den kenne ich sogar, glaube ich. Der war da und ich wollte da unbedingt mal hin, aber... Das sagt mir sogar was. Geh mal in Ego und guck mal meine Pistole an. In Ego? Das ist die Schraffierung aus dem Update. Wie das aussieht. Lol, deine linke Hand bewegst du gar nicht, aber trotzdem bewegt sich das Lenkrad, Alter. Wie das aussieht, wie so eine. Du hältst es wie so eine Schwuchtel, Alter. Lol, was leuchtet da so? Es war, Leuchtpistole. Ich finde die neuen Signalfackeln geil, die jetzt dazu gekommen sind, in der Baseball. Oh! Da vorne ist das Helipädchen, oder? Ja. Ich habe gerade eine sehr negative Nachricht von dem lieben Nautilus LP, der mir gerade in WhatsApp geschrieben hat. Ich guck's mir auch mal an. Es wird dich nicht freuen, Balduin. Soll ich es sagen? Weil ich lese es gerade selbst. Lese mal vor, weil ich bin gerade am Autofahren. Er hat den Server gecrashed. Und? Ja, warte, ich restarten gleich mal. Vom Handy aus. Leute, ich bin schon am Steuer. Guck mal, mein ganzer Arm ist voller Blut. Boah, ja, jetzt geb ich Gas hier, jetzt geb ich gleich Gas hier, ey. Da. Wie lange haben wir eigentlich noch? Wie lange noch? 6 Minuten. Cool. Ich bekomme wieder RP, 200 RP. Ja, ich auch. Nur weil ich mit dir mitfliege. Weil es vielleicht ein Todesurteil wäre. Nein, Scherz. Boah, Stromnetz. Boah, Alter, was eine realistisch hier. Ich wäre schon längst drin. So realistisch. Hochspannungsleitung. Ich sage es noch einmal. Sag, bist du real? Gibt's eigentlich auch ein schnelleres Flugzeug als Porsche? Also mit. Oh, damit man zu zweit fliegen kann? Nee, ne? Doch, ja. Das geht leider nicht. Also schnellere gibt's wohl. Genau, die könnten mal so ein Schallgeschwindigkeitsflugzeug könnten die mal reinbringen. Was ich auch gehört habe, damit möchte ich jetzt mal meine Abonnenten fragen. Ich habe ja gehört, dass wieder ein Update rauskommen soll wegen diesem Independence Day, also Unabhängigkeitstag in Amerika am 1. Juli. Also quasi in 2 Wochen. Kann es gleich passieren, dass wir dann so ein Update kriegen für eine kurze Zeit. Was haltet ihr davon? Letztes Jahr gab es ja auch dieses Update mit diesen USA-Klamotten und so weiter. Meint ihr, dass das diesmal wieder rauskommt? Wenn ja, könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben. Ja oder nein? Ihr könnt ja eure Meinung dazu einfach nein schreiben.
Und ja, dann bin ich sehr zufrieden, wenn er das macht. Und was der Balduin jetzt hier macht, weiß ich nicht. Guck mal, da ist ein... ein... Oh, Scheiße! Nimm mal den Cargo-Bob, wenn du willst. Nein, Schatz. Keine Ahnung. Ja, was machen wir jetzt? Ja, wir haben jetzt noch 6 Minuten. Was machen wir denn jetzt? Gute Frage. Venus. Warte mal, wir können auch mit dem Flugzeug... Ach, guck mal, wer online ist. Ja, unser Freund. Balduin hier mit seinem Headset, wie so ein Businessman. Ja, was macht der so einen riesen Runde ums Flugzeug? Voll lustig. Alter, in der Ego-Perspektive sieht es so behindert aus, was der von oben läuft. Wieso haben wir jetzt einen Bullen am Hals? Psst, gib Gummi! 31-1, 31-1. Starting up, take off, yeah, ready for a take off. Are you ready to rumble? Ah, shit. Das sieht aus, wie wenn du deinen Penis so in der Hand hast. So, mach mal so hoch, runter. Oh. Guck mal, die Polizei sucht uns doch, gell? Machen wir eine Hilfestellung. Zeigen uns mal. Guck mal, hier sind die Wichtlinge hier. Weißt du, wo sie eine ist? Dummer Bulle. Hier, oh, nein. Aus. Der Baum hat's natürlich wieder überlebt. Hast du nicht gesehen. Guck, alles explodiert so, der Baum steht noch so. Ja, guck mal, das Flugzeug steht ja schon wieder. Wir können es wieder benutzen. Mama. Lol. Ah, wie geil. Der Polizist fährt noch so das Wrack um. Alter, wie das aussieht. Ja, die gucken nach Leichen, ob du da irgendwo drunter liegst. Aber wie lange haben wir noch? Ah ja, noch 2 Minuten. Ah ja, machen wir jetzt. Beende mal, oder? Ah ja, wenn du Bock hast. Ja. Warte, eins will ich noch ausprobieren. Okay. Ah, ja, stimmt. Darauf bin ich auch noch nicht gekommen. Oh nein! Ja, du musst weiter höher fliegen. Oh! Ja, die Polizei überfährt mich jetzt. Bist du schon? Nee. Da könnte ich wieder ausrasten. Sowas macht mich aggro, Alter. Einfach diese Respektlosigkeit, ey. Bin mal gespannt, ob das klappt. Wenn ja, dann würde ich lachen. Geht's? Alter, wie wegrennt. Ah! Warte. Nein. Das sah ihm so geil aus. Das sah ihm richtig geil aus. Oh. Okay, beende mal jetzt den Part, oder? Jo. Das würde ich mal nachschlagen, dass wir das jetzt machen. Ja, ich tue gerade den Timer stoppen. Okay, warten wir noch 18 Sekunden. Aber erstmal sagen, muss der Balduin nach seinen Grafikeigenschaften gehen. Hör, wieso hat er den weggeworfen? Okay. Dann beende mal hier den Part vom Flugzeug, oder? Ja!
3, 2, 1. Cool. Tschüss, meine Freunde. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Part, Leute. Tschö. Tschüss, Freunde. Tschüss.